Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Dieses Mal gucken wir uns so ein bisschen Debian 12 an. Also das Ganze ist eine Vorschau, denn Debian 12 ist ja noch gar nicht rausgekommen. Aber der aktuelle Stand, wie das so aussieht mit verschiedenen Desktops, wie sich das Ganze installieren lässt mit dem Release Candidate 1 vom Installationsprogramm, das gucken wir uns nach und nach mal ein bisschen an und dann, ja, genau, sehen wir mal, wie es aussieht. Ja, nach dem Hochfahren begrüßt mich jetzt der Grub auch in diesen Debian-Farben und unten steht auch jetzt Debian 12 drin. Das Ganze ist grafisch aufbereitet, also sieht ja eigentlich ganz nett aus. Und ja, können wir starten, haben wir einen Kernel 6.1, meine ich, habe ich gerade mal gesehen. Und jetzt hat sich auch schon die Auflösung geändert. Und so. Da sind wir erstmal mit der Standardauflösung. Ich habe da jetzt noch keine VirtualBox-Gasterweiterung installiert. Von daher sieht das jetzt erstmal so ein bisschen grob pixeliger aus. Können wir gleich nochmal ändern. Hier oben habe ich dieses Symbol mit dem Maulschlüssel. Und dort gibt es die ganzen Desktops, die ich mit dabei habe. Also Cinnamon, GNOME, zweimal, GNOME Classic auch zweimal, denn einmal Classic unter Wayland oder unter Xorg, dann mit MetaCity, das ist dieses GNOME Flashback mit anderen Fenstermanager, dann haben wir hier nochmal GNOME unter Wayland, Xorg, LXDE, LXQt, Mate, OpenBox, das ist so ein relativ minimalistischer Fenstermanager. Dann Plasma, das ist das KDE, einmal als Wayland oder als XL-Version und XFCE. Ich würde jetzt einfach von oben mal anfangen. Ich probiere auch das Cinnamon und diesen Software-Render-Modus mal aus. Das dürfte erstmal nicht funktionieren ohne die Gasterweiterung. Die installiere ich dann gleich mal nach. Also mal gucken, wie weit wir so kommen, wie das so funktioniert. Ja, das ist erstmal... So sieht das Cinnamon aktuell unter dem Debian 12 bzw. der Vorschau aus. Jetzt gucke ich mal Bildschirm sperren, da Systemeinstellungen, ob ich vielleicht so einfach die Auflösung ein bisschen hochkriege. Bildschirm, genau. 800x600 ist ein bisschen wenig. Ich möchte eigentlich eher sowas hier, es passt immer ganz gut mit meinem Layout hier hin. So, jetzt haben wir schon die erste Schwierigkeit. Das Ganze passt leider nicht drauf. Also der Button, um das anzuwenden, ist da unten. Mache ich mal anwenden hier. Neue Konfiguration beibehalten. Jo, sieht schon mal ganz gut aus, jedenfalls für mich. Für euch muss ich das natürlich ein bisschen anpassen. So, jetzt müsste das alles wieder stimmen, die Sonne wandert schon wieder weiter, so ist es halt. Ja, mal gucken, vielleicht muss ich mich gleich mal irgendwie anders hinsetzen oder das doch mal ein bisschen dicht machen. Also das ist erstmal hier Cinnamon, so wie es aus der Tüte fällt. Da können wir wahrscheinlich irgendwo gucken, ja, hätte ich gar nicht zumachen brauchen, was das für eine Version ist. Ich kenne mich nicht wirklich aus. Das ist nicht der Desktop, den ich verwende normalerweise. Systeminformationen vielleicht. Genau, da haben wir jetzt hier auch Debian 12 Bookworm. In der Version, die ich vor einiger Zeit mal ausprobiert hatte, stand da, glaube ich, dennoch SID oder Testing drin. Dass das der Testbereich von Debian ist, beziehungsweise da unstabile. Und ja, da haben wir wirklich bloß die Versionsinformationen vom Linux-Kernel, also 6.1.0 in Patch-Version 7, Cinnamon-Version 5.6.7, ist wahrscheinlich relativ aktuell. Und naja, meine virtuelle Grafikkarte drin, welche Festplattengröße ich habe, wie viel Arbeitsspeicher ich habe und so weiter und so fort.
Also das habe ich schon mal hier. Dann kann ich das Ganze auch noch irgendwie anpassen, welche Effekte ich haben möchte. Effekte bei Dialogfenstern, Menüs, Animationen und so weiter. Boah. Keine Ahnung. Lasse ich erstmal so. Themen. Mal gucken, ob es was anderes noch gibt. Mauszeigeranwendungen. Was haben wir da? Vielleicht sowas hier. Ah, dann passt das irgendwie zu dem anderen, was ja auch grün ist, irgendwie ein bisschen besser, finde ich. Aber müsst ihr selber wissen, wie ihr es haben wollt. Vielleicht das mal so und dort. Sieht das in grün aus? Also es ist eigentlich weniger grün, sondern eher. Hat sich das geändert? Von da nach da? Achso, ja, unten. Genau, unten sieht es ein bisschen anders aus, aber ach, ich lasse es mal so. Ich muss es ja nicht täglich benutzen, also von daher, ja, werde ich das auch nicht mehr häufig sehen. Also macht das so, wie ihr das gut findet, wie ihr das haben wollt. Ihr habt die Auswahl und wenn das nicht reichen sollte, gibt es hier auch irgendwo noch die Möglichkeit, noch mehr Zeug aus dem Internet runterzuladen. Ja, achso, das sind jetzt Hintergrundbilder, falls sie noch ein anderes Hintergrundbild haben möchte oder. Doch, keine Ahnung, was gibt es da Schönes? Themen. Das ist jetzt hier drin. Ah, da. Ah, da. Genau, dann habe ich hier jetzt das New Minty mit drin. Und vielleicht gibt es das hier auch noch. Nö. Okay, also damit könnt ihr euch das so zusammenstellen, wie ihr das haben möchtet. Und dann könnt ihr euren Desktop so anpassen, wie ihr, ja, also wie ihr es am liebsten sehen mögt. Dann gibt es auch noch verschiedene Hintergrundbilder, aber oh, ich finde das eigentlich erstmal gar nicht so schlecht. Ja, dann habe ich hier noch Einstellungen, aktive Ecken, wo irgendwas passieren kann. Alle Fenster anzeigen, alle Arbeitsflächen anzeigen, wenn ich mich mit der Maus in irgendeine Ecke begebe, was dann passieren soll. Das kann ich anpassen. Dann allgemein, was haben wir hier? Composite für Vollbildfenster deaktivieren. Zeitmesser beim Abmelden oder Herunterfahren aktivieren. Cinema neu starten, wenn zu viel Speicher verbraucht. Okay. Also, dass der Desktop quasi so ein Reset macht, wenn er zu viel Arbeitsspeicher braucht. Okay. Applets. Was haben wir da? Abstandshalter. Barrierefreiheit. Bildschirm. Dum, dum, dum. Ja. Achso, okay, gut. Ja, und da kann man wahrscheinlich sagen, ob das aktiv sein soll oder nicht. Oder? Oder was heißt das Häkchen? Kann ich da irgendwas einstellen? Nee, ne? Also ich kann hier wahrscheinlich bloß sagen, das Entfernen oder Hinzufügen. Da. Ah, okay. Nicht so ungeduldig. Den hier, Netzwerkverwaltung. Dafür gibt es einen Konfigurationsdialog, ist aber auch sehr rudimentär. Mit welcher Taste ich den wahrscheinlich anzeigen kann. Oder ich gehe da unten drauf, dann habe ich es da. Netzwerkeinstellungen habe ich mein einziges Netzwerk hier drin, also das, was über DHCP auch verteilt wird. Da bekomme ich automatisch die IP-Adresse und Vorgabestrecke. Okay, also das Wort sehe ich das erste Mal. Vorgabestrecke. Also Routing. Also euer. Was wäre denn ein Router? Ein Vorgabestreckergerät? Keine Ahnung. DNS haben sie nicht übersetzt. Also hätte man jetzt ja Namensauflösungsserver noch draus machen können. Das ist, worüber die
ja, Domainnamen, die ich eingebe, aus dem Internet aufgelöst werden, sondern das ist eben diese IP-Adresse. Ja, gut, auch relativ einfach gehalten. Das kommt ja aus dem GNOME-Universum, da sind die Sachen sowieso relativ einfach gehalten. Was es an einigen Stellen deutlich schwieriger macht, um da irgendwie Dinge zu konfigurieren oder zu verstehen, wie es überhaupt funktioniert. Aber einige finden es einfacher, andere eher nicht. Achso, dann sage ich wahrscheinlich hier auf das Plus. Achso, wenn ein Haken drin ist, dann wird es hier unten eingefügt. Und ansonsten, wenn ich jetzt Minus nehme, ist es wieder weg. So, Schreibtisch anzeigen, wenn ich da drauf gehe, plupp, ist das weg. Und hier unten ist denn das Icon, damit ich da wieder hinkomme. Genauso könnte ich jetzt den Papierkorb aktivieren. Ach, der ist jetzt auch unten. Okay. Und wenn ich jetzt auf Herunterladen gehe, da müsste ich jetzt noch weitere kriegen. Also 181 verschiedene Bilder. Bilder? Achso, nein, wir sind ja bei Applets. Warum steht da jetzt Bilder? Also zum Beispiel hier Wetter könnte ich mir anzeigen lassen oder damit jetzt die Farben von meinem Desktop zur Abendzeit auf Rottöne umgestellt werden, damit ich mich besser auf meine Bettzeit vorbereiten kann. Ja, genau. Und so, neue Position. Von daher ist das ein bisschen angenehmer. Ansonsten müsste ich mich gleich mit Sonnenbrille hier hinsetzen. Okay, was haben wir noch? Ja, Thema Sonnen, also dass man sich besser auf die Bettgehzeit vorbereiten kann, dass man den Desktop in eher rote, warme Töne taucht. Ja, da soll man besser schlafen können. Und da gibt es noch viele andere, ja, CPU-Temperaturanzeige. Das wird hier nicht funktionieren. Multicore, Systemmonitor, warum nicht? Nehme ich mal mit. Ja, und viele, viele andere Sachen mehr, die es da so gibt. So, wenn ich da jetzt drauf gehe, dann mein Multicore System Monitor Plus. Und dann habe ich jetzt hier den so drin. Da kann ich mir dann angucken, was wo jetzt läuft, wie meine CPUs ausgelastet sind. Vier habe ich ja virtuell da drin. Ja, wie Speicher, Auslagerungsspeicher verwendet werden. 1,9 GB werden aktuell verwendet und achso, okay, also ich müsste ja noch gtop das Paket dazu installieren, damit das funktioniert. Aber ich sehe ja schon was. Ja, genau, also da kann man zusätzliche kleine Programme noch mit dazu packen, also solche Applets. Dann könnte ich hier verschiedene Arbeitsflächen, ja, wahrscheinlich einrichten, sodass ich mehrere Desktops habe, die ich denn einzeln mit Anwendungen belegen kann. Und da schalte ich dann hin und her. Also so als ob ich jetzt mehrere Monitore hätte, die aber bloß virtuell sind. Und ich kann immer bloß einen sehen, das sind diese Arbeitsflächen. Barrierefreiheit, da habe ich hoher Kontrast. Ja. Dann ist es zwar nicht mehr so hübsch grün, sondern überwiegend schwarz-weiß mit ein bisschen Blau dazwischen. Und die Icons waren auch anders. Große, ja, große Schrift, großer Text hier. Ja, schon ein bisschen größer. Bildschirm, Leser. Da kann ich mal gucken, fällt das so aus der Tüte? Tastaturlayout, Stimme. Stimmtyp, Standard, Großbuchstaben, System. Okay. So. Macht er auch was?
Müsste ich da noch was aktivieren? Also jetzt startet das auch nicht mehr. Eigentlich will ich ja, dass dieser Dialog nochmal kommt. Aber er kommt nicht. Kommt nicht. Gucken wir nochmal Hier was an. hier. Warte, ist denn da? Und nochmal Barrierefreiheit und nochmal. Ah, jetzt kommt es wieder. Okay, so, ich habe ja unten hier dieses Symbol da. Ach, genau, das seht ihr nicht. Aber es gibt so ein Lautsprechersymbol bei VirtualBox, so dass man dort sehen kann, ob der Lautsprecher, der virtuelle Lautsprecher, was ausgibt. Und ja, da müsste ich jedenfalls sehen können, ob da was rauskommt. Ja, also da kann ich jetzt noch verschiedene Sachen zur Sprache einstellen, wie was vorgelesen wird. Und Geschwindigkeit, Lautstärke. 71, 56, 49, 48, Aussprache, Item, Tasten, Kombinationen, Echo-Item, Item, 3 Seiten, Tasten, Kombinationen, Item, Item, allgemein, Item, Item, Tastatur, Lautpanel, Desktop, ausgewählt, Abo-Knopf, die Bildschirmlose-Einstellungen wurden noch begraben, die Da bin Bildschirmlose-Einstellungen ich wurden noch einfach zu begraben, die ungeduldig. Bildschirmlose-Einstellungen wurden neu geladen. Vergrößerung aktivieren. Da könnte ich jetzt noch Mausrad-Hilfstaste Alt. Bildschirmlupenmodus. Das seht ihr auch nicht, dass das Ganze jetzt mein Fenster, in dem VirtualBox drin läuft, verschiebt. Vergrößerung. Achso. Ah. Ja, ich verstehe. Das ist immer an. Ja, so kann ich denn Teile vergrößern. Und die Maus ist immer in der Mitte von dieser virtuellen Lupe drin, sodass ich das denn leichter sehen kann. Ja. Also ja, gar nicht so schlecht. Also wenn man jetzt nicht so gut sehen kann, ist das eine praktische Sache, würde ich sagen. Aber das möchte ich jetzt hier eigentlich nicht anlassen. Bildschirmtastatur. Okay, gut, dann habe ich hier so eine Standardtastatur, zum Glück auch in dem normalen Layout und nicht sowas wie A, B, C, D, E und so weiter in der Reihenfolge, was es bei anderen Sachen ja auch gibt. Achso, genau. Einlesetablet. Berührung. Vollauflösung. Okay. Also ich würde eher sagen, das ist nicht Tablet, sondern das ist eher so eine relativ standardisierte Tastatur. Also die sieht ähnlich aus wie die, die auch wirklich vor mir liegen habe. Ja, da könnte ich das jetzt anklicken, die einzelnen Buchstaben, im Gegensatz zur Benutzung von der Tastatur selbst. Ja gut, aber das möchte ich jetzt eigentlich auch nicht. So, Eingabe und Handeln. Und zum Thema Maus. Mauszeiger mit dem Nummernblock steuern. Okay. Geht das? Also ich tippe auf meinem Nummernblock hin und her. Und da sehe ich jetzt noch nichts. Nee. Also auch mit. Keine Ahnung, vielleicht noch mal ganz kurz, damit. Nee, also da sehe ich nichts.
Also das, wo sich das jetzt für euch bewegt, das sind die Pfeiltasten, aber das ist nicht der Nummernblock. Da tut sich nichts. Oder muss ich das erstmal so bestätigen, dass ich ja... Ne. Da habe ich jetzt die Taste 6, das ist Pfeil nach rechts. Und wenn ich da jetzt nochmal die Pfeiltasten auf Nummernblock... Nö. Keine Ahnung. Also entweder ich verstehe es nicht richtig oder es funktioniert wirklich nicht. Also das sind so die Möglichkeiten. Achso, aber dafür funktioniert kann ich mit der Maus nicht mehr klicken. Ich glaube, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Also die Tastatur funktioniert auch nicht. So, genau. Achso, die VirtualBox-Spezialtasten gehen auch nicht mehr zum Runterfahren und sowas. Okay, gut. Also wirklich mit dem Holzhammer ausschalten, das könnte ich noch. Aber... Okay, gut. Dann wirklich einmal hier... Einmal ausschalten. So, jetzt ist es weg. Und einmal wieder neu hochstarten. Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Also, hab ich das jetzt falsch eingestellt? Aber eigentlich müsste die Tastatur noch funktionieren. Also, jedenfalls so in meiner Logik. Ja. Ich hoffe mal, es wird gleich wieder größer. Und dass die Maus auch wieder funktioniert. Okay, die Größe stimmt schon mal. Die Maus bewegt sich auch noch. Okay, G-Top-Package fehlt immer noch. Also die Maus ist da. Ja, also. Achso, jetzt geht es auch wieder nicht. Aha. Tippe eher drauf, das soll so. Aber da ich auch keinen Mausersatz über das Nummernfeld habe, Tastatur nicht geht. Habe ich so wirklich kaputt gemacht. Na, mal gucken. Kann ich noch. Die Tastatur, die ist komplett weg. Also es geht gar nichts. Eigentlich müsste ich ja mit meiner Spezialtaste plus F1, F2 und so weiter eine Textkonsole noch kriegen und da komme ich auch nicht mehr hin. Ich kann das Ding bloß noch abreißen. Und ich starte es jetzt nochmal neu. Allerdings nehme ich sofort, bevor ich mich anmelde, einmal den Textmodus und schmeiße in meinem Heimatverzeichnis die Konfiguration weg. Die müsste ja, also ich habe mich jetzt, oh sorry, das mache ich mal kurz größer. So, die, ja, so, genau, da habe ich meine Dateien drin, die meinem Benutzer gehören und auch die einzelnen Verzeichnisse mit Konfiguration und so weiter. Und wenn ich jetzt mal suche, Kinder-i, okay, logisch share. Und was? Also was ich jetzt mache mit dem Find-Befehl, der gibt mir eine Liste mit Dateien und Verzeichnissen aus. Mit dem grep-sinner suche ich mir Dateien und Verzeichnisse raus, die im Dateinamen Sinner drin haben. Das minus i heißt Groß- und Kleinschreibung ist mir egal. Und mit dem Less am Ende habe ich so einen Dialog, in dem ich denn hoch und runter scrollen kann, sodass ich mir diese Gesamtliste, die nach dem Filtern rausgekommen ist, mir angucken kann. So, Config. Ich glaube, Config Cinnamon. Ich glaube, das würde ich einfach mal löschen oder haben wir da irgendwas, was auf diese Maus-Emulation hinweist? Cinnamon Spices.
Session Share. Ah. Vielleicht hier diese Cinnamon Session, Saved Session, dass es da irgendwie drin steht. Mal gucken. Config Cinnamon. So. Minus i. Ich rate einfach mal, dass da vielleicht irgendwo Maus drin steht. Maus wie Action. Nö, nicht wirklich. So. Also mit grep kann ich auch Inhalte in Dateien suchen. Also ich habe nach Maus, Englisch Maus, wie ja, Maus gesucht. Das Minus I heißt wieder Groß-Kleinschreibung ignorieren. Also können großes M sein, großes O und der Rest klein oder irgendwie anders. Und mit Minus R durchsuche ich Verzeichnisse nach Dateien, die das enthalten. Und grep gibt mir dann die Dateien raus, in denen es einen Treffer gibt. Da ich jetzt nichts direkt gefunden habe, benenne ich diesen Cinnamon-Ordner einfach meinen Cinnamon-Punkt-raus um. Damit dürfte Cinnamon denn ja nicht mehr finden und gibt mir hoffentlich so einen Standard wieder vor, wo alles funktioniert. So, jetzt nehme ich meine Spezialtaste, die normalerweise bei, ich glaube, STRG auf der rechten Seite bei VirtualBox liegt. Ich packe die auf diese Windows-Taste, weil ich die eigentlich nicht brauche. Und dann nehme ich hier diese Spezialtaste plus F7 und dann bin ich beim grafischen Login. So, wieder anmelden. Mal gucken. Wird gleich wieder groß. Genau. Schwupp. Und schwupp. Na, einmal einrasten bitte. So. Noch geht's. Noch geht's. Es geht wieder. Gut. Jetzt sind wir wieder an derselben Stelle wie vorher. Also jetzt kann ich wieder anfangen, es kaputt zu machen. Gucken wir uns jetzt die nächsten Optionen mal an, ob da noch was drin ist. Barrierefreiheit lasse ich jetzt aus. Da spiele ich nicht mehr dran rum, bevor mir da wieder irgendwas passiert und es klappt nicht mehr. Bevorzugte Anwendung. Ich denke mal, da können wir jetzt nicht so viel kaputt machen. Einmal Internet, Netz, also Surfen mit dem ja, Firefox, mit der ESR-Version, also dieser Enterprise-Variante, die sehr lange unterstützt wird und wo man nicht ständig neue Versionen kriegt, wo es aber Updates gibt für Sicherheitskorrekturen und so weiter. Also letztendlich so der Debian-Weg auch in Firefox. Dann für Post, also für E-Mail, haben wir Evolution oder wir können auch Kmail nehmen, genauso wie wir hier den Conqueror nehmen könnten. Aber ja, also ich würde das schon so lassen, wie es ist. Musik können wir abspielen mit Videos. Also da sehe ich eigentlich hier sowas wie Rhythmbox irgendwie eher, dass das für Musik da ist. Dann MPV, den Media Player, kleines nettes Programm, was Videos abspielt. Das kann man auch von der Kommandozeile gut starten. Ja, das nehme ich immer wieder gern. Dann zum Thema Fotos hier. Da geht es, so wie die Auswahl ist, eher um, ja, da gleich das Bearbeiten. Oder auch ums Betrachten. Denn wir haben hier EOM, also Eye of Mate, den Bildbetrachter, der von Mate kommt. Dann Bildbetrachter, der genauso aussieht wie LX Image. Okular. Ist das wirklich ein Bildbetrachter? Also ich kenne ihn eher als PDF-Betrachter. Dann haben wir noch einen weiteren Bildbetrachter, der eher ja, vielleicht aus dem GNOME-Universum kommt. Gwenview, Risetto, Shotwell. Also von der Menge der einzelnen Anwendungen würde ich sagen, dass die
Intention eigentlich eher Bild betrachten ist, genauso wie Musik hören, Filme anschauen und nicht bearbeiten. Von daher würde ich da jetzt diesen Eye of Mate nehmen, dass ich damit Bilder angucken kann. Bei den Büroprogrammen, da geht es ja ums Schreiben, also Wort, beziehungsweise ja, eigentlich Textdokumente, Wortdokumente, wie auch immer. Also Texte lesen, bearbeiten mit LibreOffice Writer, Tabellenkalkulation mit LibreOffice Calc, PDF betrachten. Das sind ja eigentlich eher alles Betrachter, wobei GIMP auch wiederum drin steht. Also man kann PDFs auch damit öffnen, werden dann zwar in Pixeldaten umgearbeitet, sodass man die nicht mehr sauber editieren kann, aber man kann natürlich noch drin rummalen oder so und dann als eine andere Datei wieder exportieren. Aber ich denke mal eher, das sollte ein Dokumentenbetrachter sein, also sowas wie Evinz. Für das Angucken und Bearbeiten von Quelltexten haben sie hier Gedit genommen, also GNOME Editor, denke ich mal. Mit dem G davor ist ja normalerweise GNOME. Ja, wahrscheinlich ein relativ einfacher Texteditor. Dateiverwaltung, Dateien. Oder ich könnte jetzt auch was anderes auswählen, wie zum Beispiel Conqueror, also den. Ja, sowas ähnliches wie der Explorer. Da kann man auch im Internet mit surfen oder sich Dateien auf der lokalen Platte angucken mit so einer Baumstruktur. Dann haben wir hier Dateien nochmal anders. Dolphin ist auch sowas Explorer-artiges von KDE. Kate ist ein Texteditor. Warum ist Kate unter Dateiverwaltung? Das sehe ich so gar nicht. Und dann haben wir ja noch die beiden hier. Das ist, ich würde mal eher raten, ist das XFC oder X. Oder wie heißt das? LXQt oder so irgendwas? Wegen Qt am Ende. Und Tuna, das ist. Ist das auch nochmal Mate? Ich weiß es nicht. Obwohl, Kaya oder Kacha, wie auch immer. Ich glaube, das ist Spanisch. Also, da haben wir verschiedene. Von daher würde ich es erstmal auf Dateien haben wollen. Komischerweise taucht hier bei Quelltexte nicht Kate auf. Das ist was, was ich zwar in der TDA-Version mit Kate mache, also damit bearbeite ich Quelltexte in verschiedenen Programmiersprachen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich könnte natürlich hier. Achso, hier taucht es auf. Zack, sage ich Kate. Aber es ist nicht in der Liste drin. Könnte ich hier auch nochmal gucken, andere Anwendungen, ob wir da irgendwas haben, womit wir. Okay, gut, dann haben wir nachher alle. Irgendwas, womit man PDFs vielleicht auch bearbeiten kann. Da gibt es ja Spezialanwendungen für, also sowas wie PDF-SEM zum Auseinanderbauen von PDFs, um die Seiten zuzuschneiden, neu zu ordnen oder aus mehreren PDFs eins zu machen, sowas da. Haben wir da schon mal Nö. Also haben wir auch nicht drin. Ja, also von daher lasse ich es erstmal so. Genau, einfacher Text bearbeiten mit Gedit oder würde ich auch jetzt Kate nehmen, aber das ist meine persönliche Präferenz dabei. Ihr habt vielleicht eine andere. Taschenrechner haben wir verschiedene. Calculator von KDE, von Mate ein. Lasse ich auch so. Terminal, da haben wir natürlich auch wieder verschiedene. Und Konsole mit K, das ist von KDE, gefällt mir eigentlich auch besser. Also von daher habe ich da jetzt so meine bevorzugten Anwendungen gewählt. Wenn ich jetzt hier unten drauf gehe, mal gucken, öffnet sich jetzt hier auch Konsole. Nö, das ist weiterhin verlinkt. So, also das ändert sich jetzt nicht. Das müsste ich wahrscheinlich direkt Konsole mit K dort einbauen. Weiter geht's mit Bildschirmschoner.
Ja, was soll man da großartig zu sagen, was es da gibt, wann der anspringen soll, ob der Rechner gesperrt werden soll, ja, Verzögerung und so weiter. Kann man natürlich auch ausstellen, kann Vorteile haben, wenn man jetzt so ein Präsentationssystem hat, was ständig laufen soll. Ja, oder für andere Zwecke oder nach 15 Minuten soll halt der Bildschirm schon angehen. Müsst ihr wissen, was am besten zu eurem Anwendungsfall passt. Dann können wir natürlich hier auch noch Dinge einstellen, wie die Uhr und das Datum angezeigt werden soll. Und ja, eine Nachricht können wir unterlassen und ja, Medienwiedergabe steuern, so mit Minimum. Ja, kann man noch ein bisschen anpassen. Dann Datenschutz, was haben wir da? An kürzlich zugegriffene Dateien erinnern. Wahrscheinlich ist das sowas, was mit Programmen kommuniziert, mit denen Cinnamon was anfangen kann, die dann vermerken, auf was sie als letztes zugegriffen haben und so, dass man das Ganze sehen kann. Alte Dateien nie vergessen. Wann das gelöscht wird, nach 7 Tagen soll es wieder weg sein. Boah. Kommt drauf an, was man braucht, ne? Datum und Zeit, wo wir uns befinden, ob wir eine 24-Stunden-Uhr haben möchten, Datum anzeigen. Ja, doch, Datum hätte ich gern. Sekunden anzeigen, warum auch nicht, ne? Also der Wochentag, okay, kann man hinschreiben oder auch nicht. Erster Tag der Woche. Genau, das ist ja unterschiedlich, je nachdem, in welchem Kulturkreis wir uns bewegen. Also bei uns hier in Deutschland ist ja eigentlich eher Montag der erste Tag der Woche und in den USA ist das, meine ich, der Sonntag. Kann man so und so sehen. Desklets, was haben wir da? Digitaler Bilderrahmen. Starter Desklet. So. Die sind ja alle nicht da. Wenn ich jetzt hier dieses Uhr-Desklet haben möchte, dann habe ich auf dem Desktop eine Uhr. Oder Starter-Desklet, dann habe ich hier dieses Startsymbol und dann komme ich zu den Einstellungen direkt. Und wenn ich das wieder wegnehme, ist es weg. Und wenn ich da digitaler Bilderrahmen, so, was mache ich denn damit? Rechtsklick einrichten und. Jetzt könnte ich hier. Ist da schon irgendwas drauf? Mal gucken, ob ich finde, wo die Hintergrundbilder sind. Okay, das dauert. Hä? Achso, muss ich dahin? Vielleicht USR. Share und gibt es Backgrounds. Nehmen wir mal das hier. Ah ja, und jetzt habe ich meinen digitalen Bilderrahmen in dem abwechselnd die Bilder, die in diesem Verzeichnis drin sind, angezeigt werden und ich könnte den auch noch. Achso, in 50er Schritten. Ja. Ja, kann man machen, ne? Also, warum nicht? Ist vielleicht eine ganz nette Sache, wenn man es wirklich braucht. Und wenn man auch den Desktop überhaupt sieht und wenn nicht die ganze Zeit irgendwelche Fenster davor sind. Also, so hat man natürlich herzlich wenig von dem Bilderrahmen hier, weil der ist denn weg. Aber warum nicht? So, Erweiterungen. Was haben wir bei Erweiterungen? Erstmal, nee, erstmal nix. Dann könnte ich hier noch verschiedene Sachen aktivieren. Achso, Desktop-Würfel zum Beispiel braucht Kompass, ähnlicher. Okay. Ah, okay. Swap. Oh. So, und jetzt hier. Damit anmachen? Nee. Achso, erstmal runterladen. Wabbelnde Fenster. Gucken, ob das geht. Plus. So, und jetzt? Ja.
Ja gut. Ja, es ist hier so ein bisschen kaputt, ne? Eigentlich ist das was, was man. So, jetzt ist es weg, jetzt haben wir es nicht gesehen. Was man macht, wenn man in eine 3D-Karte drin hat, also was ja fast jeder hat, mit Treiberunterstützung dabei. Oder unter VirtualBox müsste ich noch diese Gasterweiterung installieren, damit auch die 3D-Beschleunigung, die ich ja aktiviert habe, auch in der virtuellen Maschine selbst verfügbar ist. Habe ich noch nicht drin, aber ihr habt so einen groben Eindruck davon, ne? Also hin und her und dann wackelt's. Braucht man eigentlich nicht. Aber wenn ihr es doch braucht, ist es schon mal da. Ja, unter den Erweiterungen werdet ihr noch viel, viel mehr von dieser Art und anderem mehr oder weniger Nützliches und Unnützes finden. Probiert das aus, spielt damit mal rum, wenn ihr so einen Spieltrieb habt. Ansonsten lasst es bleiben. Dann Fenster, Knopfanordnung. Das ist eigentlich schon die, die ich gerne haben möchte, dass das so ist. Bei GNOME ist es einfach mal weg, finde ich eher blöd. Links finde ich ungewöhnlich. Und ja, klassischer Mac, da war es wohl irgendwie so. Aber rechts diese Standardeinstellung, das ist das, wie ich es kenne und wie ich es auch benutzen möchte. Dann, was wir für Aktionen haben, beim Doppelklick auf Titelleiste, Maximierung ein, aus. Mal gucken. So, schwupp. Genau. Aktion bei Mittelklick auf die Titelleiste in Hintergrund verschieben. Okay, gut. Bei mir macht es nichts. Vielleicht hört ihr es ganz leise, dass es klickt. Tut nichts. Aktion beim Rechtsklick auf die Titelleiste. Das funktioniert. Aktion beim Mausrollen auf die Titelleiste. Nichts. Tut wirklich nichts. Ja, ansonsten können wir hier noch Verschiedenes umstellen. Ja, noch mehr. Also es gibt ziemlich viele Optionen. Wahrscheinlich werdet ihr mit dem Standard, der mitkommt, erstmal zufrieden sein, aber wenn da irgendwas ist, was auch irgendwie so ein bisschen Schmerzen bereitet, dann kriegt ihr höchstwahrscheinlich irgendwo eine Option gefunden, sodass ihr es noch umstellen könnt. Fensterkacheln. Kacheln und Einrasten von aktiven Fenstern. Wenn ich jetzt dann nochmal ein weiteres Fenster dazu mache, rasten die ein. So, wenn ich jetzt hier so mache, Kacheln, so. Und sagen wir unten noch, das unten auch, ja. Kacheln und einrasten. Rastet da was ein, wenn ich da. Na gut, dann haben die hier beide diese. Also, ob die jetzt auch aneinander fest rasten? Ja, also so ein bisschen. So ein. Naja, Widerstand ist es nicht, ich merke ihn ja nicht, aber na, ihr seht an der Maus, ich gehe da drüber und es bleibt oben so ein bisschen kleben, bis ich dann weiter rüber gehe. Also es rastet auch an einzelnen Fenstern noch ein. Dann, was haben wir hier noch? Dann haben wir hier noch Internetkonten. Da können wir verschiedene Konten noch. Ja, verwalten, hier hinzufügen und an die jeweilige Anwendung werden wahrscheinlich diese Kontodaten weitergegeben. IMAP, SMTP, also für Mail, dann hier Exchange auch nochmal irgendwie Mail, Microsoft, Google, keine Ahnung, worauf sich das bezieht, irgendwie Cloud oder so irgendwas. Nextcloud, klar, Nextcloud, da wird man wohl auch Kalender drüber synchronisieren können, Kalender und sowas. Und Dateien. Jetzt haben wir Kalender gesagt. Also die Aufnahme ist auch schon ein bisschen zu lang, von daher wird das auch ein Mehrteiler. Dieses Mal mache ich dann nur Cinnamon und das nächste Mal suche ich mir einen anderen Desktop aus. Kerberos, Unternehmensanmeldung, habe ich im Bereich FreeIPA was dazu gemacht. Da könnt ihr euch nochmal das Video angucken, wie das auf der Serverseite aussieht und wie man ja die Benutzerkonten in einem Unternehmen verwaltet. Oder einer Organisation über Kerberos, LDAP und was da so alles dran hängt. Ja, was haben wir noch? Zurück, Kontodetails. Wer bin ich? Ich bin Test. Ich habe ein Passwort. Hier sieht es länger aus, als es ist.
Ich habe ein Bild, den Debian Swirl. Und was ist das? Ist das wirklich ein Pinguin? Dann nehme ich natürlich einen Pinguin. Gut. Die Leiste. Ach so, okay. Also die Leistenerscheinungsbild. Ja. Jetzt kann ich auch noch die verschiedenen Bereiche in der Leiste nochmal anpassen. Also wenn ich das hier größer mache, wird dieses Cinnamon-Start-Menü-Bildchen auch größer. Und der mittlere Bereich, das ist... Ist da noch was? Ist das der mittige? Wo ich es nicht sehe. Gut. Neue Leiste hinzufügen. Na, komm her. Also das tut jetzt erstmal nichts. Leistenbearbeitungsmodus. Ah, okay. Da habe ich jetzt hier die verschiedenen Entfernen. Also auch die versteckten Symbole sind hier drin. Und jetzt könnte ich die entfernen. So, wenn ich wieder ausmache, ist es wieder so, dann fehlen wieder einige. Dem Mauszeiger erlauben, über die Ränder der Leisten hindurch zu gehen. Durchzugehen. Da hätte ich jetzt eher gedacht, dass die Maus dann auf der anderen Seite wieder rauskommt. Boah. Neue Leiste hinzufügen. Achso, Position der neuen Leiste auswählen. Escape zum Abbrechen. Wie wähle ich das denn aus? So. Ist das jetzt meine neue Leiste? Stimmt, das ist eine neue Leiste. Leistenbearbeitungsmodus. Und dort könnte ich jetzt hier mit Rechtsklick drauf. Ich möchte. Was möchte ich denn? Da möchte ich dann dieses Bildschirmtastatur-Dings hin haben. Und das. Achso, die werden standardmäßig angeordnet. So, ne, das wäre die nächste Leiste. Was ist jetzt die? Ah ja. Also damit kann ich mir jetzt auch noch meine Leiste bearbeiten. Ich kann auch noch die Position ändern. Und dann mache ich das hier wieder aus. Also wenn ihr jetzt irgendwie noch Bedarf an der zweiten Leiste habt, könnt ihr euch die so zusammenklicken. Meldungen. Benachrichtigung aktivieren. Also dann kommt hier unten wahrscheinlich so ein... Ach nee, oben hatten wir ja schon gesehen, wo eine Abhängigkeit fehlte. Da kommen die Benachrichtigungen denn hin. Aha, automatisch entfernen. Auf der unteren Seite des Bildschirms anzeigen. Aha. Ach so, genau, kann mir hier oben, aber wenn man es lieber unten haben möchte, muss man das wahrscheinlich aktivieren. Benachrichtigungsdauer, wie lange das da stehen soll, oder? Eine Probenachricht. 3, 4. Ach so, und dann ist es wieder automatisch weg. Ach so, und genau, und dann habe ich hier unten dieses Glockensymbol, eine Nachricht. Und wenn ich das hier jetzt noch aktiviere. Das ist weg und. So, ein nochmal. Nö.
Also Benachrichtigung entfernen, nachdem die Zeitgrenze erreicht wurde. Aber es scheinen nicht hier diese 4 Sekunden zu sein. Ich lasse das da einfach mal drin, ob sich das jetzt im Laufe von dem Video noch automatisch entfernt, dass es irgendwann weg ist. Schreibtisch, was haben wir da noch? Symbole, die man hinpacken kann. Rechner. Ja, kollidiert jetzt ein bisschen mit der Zeit, von daher nach da. Persönlicher Ordner, Papierkorb, eingehängte Geräte, Netzwerk. Oh. Ach nee, nee, das gehört ja so. Ist ja gar nicht übereinander gestapelt. Ja, dann haben wir hier verschiedene Symbole drauf für den Rechner, also Dateimanager. Persönlicher Ordner, also unser Heimatverzeichnis, das Home-Verzeichnis, was uns gehört, wo unsere eigenen Dateien reinkommen. Dann Netzwerk, meine ja, Netzwerkumgebung. Da findet er sogar hier eine virtuelle Maschine, die ich zum Testen verwende. Und da läuft ein Samba-Server drauf. Wusste ich gar nicht. Ist schon ein bisschen her, dass ich das Ding mal aufgesetzt habe, aber da würdet ihr jetzt auch andere Sambas bzw. Windows-Rechner drin finden. Und je nachdem, wenn jetzt Verzeichnisse und Dateien freigegeben sind, könnt ihr darauf zugreifen oder auch auf Drucker. Dann Papierkorb. Papierkorb, erstmal leer, weil ich noch hier noch nichts gelöscht habe. Joa. So, wir waren aber noch nicht ganz durch mit den Einstellungen hier. Also das mache ich wirklich einmal durch. Startprogramme, da welche Programme beim Starten mitgestartet werden sollen. Also wenn der Desktop gestartet wird, was dann als Programm noch mitgestartet wird. Also wie hier die Zwischenablage und für Bluetooth irgendwas und Druckerwarteschlange, SSH, Schlüsselagent und sowas alles wird mitgestartet. Könnt ihr wahrscheinlich hier auch noch, genau, benutzerdefinierten Befehl. Wenn ihr da irgendein Skript haben wollt, was bei jedem Starten vom Desktop mitgestartet werden soll, könnt ihr es hier angeben, damit das denn zur Verfügung steht oder irgendwelche Dinge im Hintergrund ausführt. Dann haben wir natürlich noch Bildschirm, also Bildschirmauflösung habe ich ja ganz am Anfang gemacht. Ja, wo ihr den Bildschirm einstellen könnt. Ihr könnt auch noch hier die Skalierung anpassen. Wenn ihr jetzt einen ja, Bildschirm mit besonders hoher DPI-Anzahl habt, dann könnt ihr das, gefällt mir sogar besser. Oh, ich lasse das mal so. Damit das Ganze so ein bisschen größer wird. So, und wieder zurück. Ja. Genau. Ja, dann passen sich die Anwendungen daran an. Obwohl, eigentlich, nee, gefällt mir doch nicht. Also, nochmal wieder anwenden und ja, neue Konfiguration behalten. Dann haben wir hier noch, kann ich nicht zeigen, weil ich es nicht durchgeschliffen habe oder jetzt irgendwelche Geräte hätte. Also kann ich denn über Bluetooth irgendwelche Geräte anschließen? Lautsprecher, Headsets, Mäuse, sonst irgendwas. Genauso wie mit Drucker, da könnte ich Drucker verwalten. Da ich jetzt aber weder einen angeschlossen habe über USB oder im Netzwerk gerade eine verfügbar ist, taucht hier nichts auf. Aber darüber könntet ihr Drucker in der virtuellen Maschine bzw. in eurem Rechner, wo ihr es installiert habt, auch einbinden und nutzen. Energieverwaltung ist ja auch alles virtuell. Da können wir jetzt sagen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll, wenn man jetzt nichts tut. Nach 30 Minuten würde er jetzt ausgeschaltet oder wann das System in Bereitschaft gehen soll, also in so einen ja, Suspend-Modus, also in so einen Schlafmodus, den man relativ einfach wieder beenden kann, wenn der Netzschalter gedrückt wird, was dann passieren soll. Hybridbereitschaft aktivieren, Ruhezustand, Nachbarn und so weiter. Ja, Farben. Falls wir ein Farbprofil haben sollten, also man kann Bildschirme kalibrieren. Im Laufe der Zeit ändern die auch ihre Farbwiedergabe.
heutzutage vielleicht nicht mehr so schlimm wie früher. Also wenn man jetzt DTP macht oder in anderen Bereichen arbeitet, wo eine farbgetreue Wiedergabe gefordert wird, dass man es am Bildschirm erstmal vorbereitet und dann in die Druckerei gibt und die Farben sollen quasi so sein, wie man sie gesehen und designt hat, dann gibt es Möglichkeiten, um Geräte zu kalibrieren, unter anderem auch Monitore. Ich habe es jetzt, also das ist jetzt eher reiner Zufall, dass ich es jetzt gerade neben mir habe. Habe ich jetzt vor kurzem gerade gemacht mit dem Monitor, vor dem ich gerade sitze. Da gibt es solche Dinger, die heißen Kalorimeter. Das hier ist eigentlich ein uraltes Teil. Kriegt man unter Linux aber immer noch zum Laufen. Die ursprüngliche Software ist für Windows XP geschrieben worden. Also das kriegt man heute höchstwahrscheinlich unter Windows nicht mehr zum Laufen. Denke ich mal, dass es nicht klappt. Und das Ding bappt man so rum auf den Monitor. Hier ist so eine Kamera drin, die das Bild misst, dann zeigt der Monitor verschiedene Farbwerte an und die werden nachgemessen. Und dann wird der Unterschied zwischen Soll- und Ist-Wert gemessen und daraus wird so ein Farbprofil berechnet. Und wenn man diese Datei dann hat, dieses Farbprofil, was zum Monitor passt, kann man das hier einbinden und dann werden die Farben so ein bisschen umgebogen, sodass sie möglichst gut dem entsprechen, wie es eigentlich aussehen sollte. Das waren also Farben hier. Grafiktablett, ja, da hat man eben so ein Tablett, womit man Dinge malen kann. Dann hat man so einen digitalen Stift und damit kann man super malen. Habe ich jetzt auch gerade nicht da, aber könnte man darüber wahrscheinlich konfigurieren, was man damit machen kann. Klang, da welche Audiogeräte ich hier drin habe in meiner Virtualisierung, wie ja, hoch die Grundlautstärke sein soll, ob ich das zwischen links und rechts irgendwie verschieben möchte. Ja, welche Art ich hier habe, Surround oder so, dann habe ich noch ein bisschen mehr. Habe ich aber alles gar nicht. Also Stereo ist so das höchste der Gefühle. Das ist erstmal für den Ausgang, für das, was ich höre. Eingang für Mikrofon ist auch virtuell hier drin. Da kann ich die Lautstärke anpassen. Ob ich irgendwelche Töne hören möchte, wenn Dinge passieren, wenn Cinnamon gestartet wird, verlassen wird, ist standardmäßig zum Glück alles aus. Ja, dann haben wir noch Anwendung hier, diesen Speech Dispatcher. Damit wird Sprachausgabe generiert. Also aus Texten wird Sprache, was wir ganz am Anfang hatten mit den Optionen für, wie ist denn das, Barrierefreiheit. Aber da habe ich mich ja verheddert in der Konfiguration von der Maus-Emulation, wo da nichts mehr ging. Aber darüber sollte prinzipiell alles vorgelesen werden. Wenn ich jetzt mit der Maus da drüber gehe, dann sollte er sagen Einstellungen, Anwendungen, Klänge, Eingang, Ausgang. Also so ungefähr ist es dabei. Und dafür kann ich die Lautstärke noch individuell anpassen. Ja, dann kann ich hier noch die Lautstärke angeben, wie hoch sie maximal sein soll und habe da so meine Klangeinstellungen in einem Punkt. Und ich habe schon wieder kaputt gemacht. Also der Mauszeiger ist noch da, aber das ist auch das Einzige, denn die Uhr hier unten, die ist jetzt auch eingefroren. Jetzt sieht man es auch wirklich, also der Sekundenanteil bleibt stehen. Da ich da aber nicht rauskomme und eigentlich schon fast am Ende war, starte ich das Ding jetzt nochmal neu und hoffe, dass es nach einem Neustart funktioniert, damit ich euch den Rest auch nochmal zeigen kann. Jo. Auf ein neues. Auflösung stimmt schon mal. Maus ist noch da. Ja, genau. Das Ding fehlt immer noch. Das ist uns aber egal. So. Maus funktioniert noch. Das ist gut. Klang fassen wir jetzt nicht mehr an. Laufwerke. Das ist, glaube ich, eher unkritisch. Wir haben hier diese virtuelle Festplatte drin.
die so und so groß ist, genau. Dateisystem X4 ist der größte Teil und dann gibt es hier noch erweitert 1 Gigabyte, wo Swap drin ist. Ja, ganz einfaches Layout. Dann haben wir noch das virtuelle Laufwerk, da ist im Moment nichts eingelegt, also keine virtuelle CD oder DVD drin. Boah, unspektakulär. Dann Maus und Touchpad. Ah, Touchpad. Ich hätte jetzt gesagt Maus und Tastatur, aber nein, Maus und Touchpad. Ja, für Linkshänder, die die Maustasten umgekehrt machen, Rollrichtung umkehren, Position des Mauszeigers anzeigen, wenn die STRG-Taste gedrückt wird. Position des Mauszeigers an. Muss ich da zurück? Also ich drücke jetzt die STRG-Taste. Ja, also das macht jetzt nichts. So, Mittelklick emulieren durch gleichzeitiges Anklicken der linken und rechten Taste. Ja, das war was, was ich in den Anfangszeiten mal gebraucht habe, wo es wirklich Mäuse gab, die bloß zwei Tasten hatten. Und da hat man die beide gleichzeitig gedrückt, um die mittlere Maustaste zu emulieren. Ja, braucht man wahrscheinlich nicht mehr wirklich. Ziehen und ablegen Grenzwert in Pixel. Okay, also für Drag and Drop. Zeigergröße, Geschwindigkeit, kleiner, langsamer. Ah ja, genau, da wird er größer. Bis zu so. Ja, den kann man echt gut sehen. Das ist auch ganz gut. Und wie die. Dass sich da was. Fühlt jetzt erstmal nicht. Beschleunigung konstant. Achso, muss ich das noch? Anpassungsfähig. Also, da fühle ich jetzt überhaupt keinen Unterschied bei, ob sich da. Keine Ahnung. Und da es ja auch keinen Okay- oder Akzeptieren-Button gibt, denke ich mir bei solchen Sachen, das müsste eigentlich sofort wirken. Und das tut es irgendwie nicht. Doppelklickgeschwindigkeit. Genau. Also wie lange das. Ja, also wie viel Zeit man zwischen einzelnen Klicks hat, damit es Doppelklick ist, kann man hier einstellen. Ja, genau. Touchpad ist aktiviert. In der virtuellen Maschine habe ich jetzt keins. Aber da könnten wir jetzt auch noch verschiedene Sachen einrichten. Also zwei Fingerrollen, Kantenrollen. Ach, hier kann man sogar Kantenrollen machen. Das ist was, was ich bei ja, meinem System normalerweise mache. Da geht man am Rand vom Touchpad hoch und runter und das ist den Scrollen. Finde ich irgendwie ganz praktisch. Und das konfiguriere ich direkt über die Xorg-Konfiguration. Netzwerk, das sollte das hier sein, was man auch hier unten erreicht. Also genau, das einmal so, einmal so. Einmal ist es dann in diesen Systemeinstellungen noch eingebettet und hier ist es nochmal extra. Aber prinzipiell ist es ja dasselbe. Systeminformationen haben wir uns gleich am Anfang angeguckt, also welcher Kernel da ist, wie die Grafikkarte ist, Arbeitsspeicher und so weiter. Dann Tastatur. Tastaturwiederholung erlaubt, kurz, Verzögerung langsam. Achso, wie lange man eine Taste drücken muss, bis dieser Buchstabe ausgegeben wird, so in Folge, und wie schnell diese Ausgabe erfolgen soll. Und Textzeiger blinkt an, aus und Blinkgeschwindigkeit können wir auch noch anpassen. Tastenkombination haben wir auch noch. Da können wir jetzt mal gucken. Da haben wir. Achso, allgemein für verschiedene Dinge. Ausführungsdialog, Anwendung, Starter. Mal gucken, ob das geht hier.
Genau, dann passiert sowas, ist auf Alt F2, da kann ich den Befehl eingeben, um ein kleines Programm zu starten. Kann ich aber auch umdefinieren und viele andere Dinge auch. So, Arbeitsfläche wechseln, könnte eben auch eine Tastenkombination auswählen. Starter, Terminal starten, STG Alt und T. Funktioniert das hier? Genau. Und da habe ich jetzt, hier habe ich jetzt meine Konsole, wie ich auch anfangs eingestellt habe, dass ich die Konsole haben möchte von KDE und nicht das hier Terminal von GNOME. Das wird darüber gestartet. Ja, über diese ganzen einzelnen Tasten. Dann haben wir noch Benutzer und Gruppen. Da brauche ich mein Root-Passwort für. Und da habe ich jetzt mich selbst. Da sehe ich, in welchen Gruppen ich drin bin. Ich darf also auf die Soundkarte zugreifen, auf Bluetooth, auf CD-ROM, auf DIP, wusste ich auch mal, was es ist, auf Diskettenlaufwerke sogar noch. Ich darf meinen Drucker administrieren, ich darf das Netzwerk administrieren. Ich darf sowas wie USB-Sticks, die ich einfach reinstecke, sowas benutzen. Also Plug-in-Devices, Scanner, dann ganz normal in der Benutzergruppe drin, wo eigentlich jeder Benutzer erstmal steinmäßig drin ist. Und Video, ist das Videobeschleunigung? Also irgendwo für ist die Gruppe ja gut. Ja, dann haben wir hier noch verschiedene weitere Gruppen, die es im System gibt. Keine Ahnung, was wollte ich gucken? Video, ST, ganz am Ende, Video, bearbeiten. Achso, kann ich bloß umbenennen. Ich kann aber auch eine neue Gruppe hinzufügen. Und, achso, Systemverwalter? Okay. Okay. Ich bin jetzt Systemverwalter. So einfach kann's gehen. Damit hätten wir jetzt auch die ganzen Einstellungen durch. Ich mache da jetzt wirklich eine Pause. Das Video ist doch schon deutlich länger geworden, als ich eigentlich wollte. Hört man vielleicht auch ein bisschen, dass jetzt irgendwie die Stimme ziemlich am Ende ist. Von daher werde ich das jetzt aufteilen. Dieses Mal haben wir jetzt Zinnmann uns angeguckt. Das nächste Mal nehme ich mir einen anderen Desktop. Da gehe ich dann auch nochmal durch. Und da gucke ich mir dann auch mit euch ein bisschen mehr die Programme an, die da mit bei sind. Vielleicht nehme ich dann gleich ein Plasma mit KDE und da gucken wir uns dann die KDE-Programme an. Ja, und schauen wir mal, was da so Sache ist. Ja, das war's dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ein kleiner Einblick über die zukünftige Entwicklung von Debian 12, was ja noch in diesem Jahr rauskommen wird. Dieses Mal mit Cinnamon Desktop. Das nächste Mal gibt es einen anderen Desktop. Ja, probiert's aus. Lasst es bleiben, je nachdem, wie ihr es gerne möchtet. Ansonsten abonnieren, Glocke drücken und bis dann und tschüss.